Hallo und einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum ersten Video der zweiten Staffel des Pommes Drive. Ja, ich habe im Finale vom ersten Staffel, Finale vom ersten Staffel, weil den Deutsch hier, ne, habe ich angekündigt, dass wir mit dem Auto hier was machen. Und ihr könnt hier oben schon lesen, ne, Kaki Clone. Und wir nennen, ich nenne den jetzt schon so, wie er wird. Das wird ein RS-GTI. Der Kaki RS-GTI. Denn, da Kaki so schlecht abgeschnitten hat, und der ja eigentlich mittlerweile irgendwie Kultstatus hat, habe ich beschlossen, dass er einen kleinen Umbau kriegt. Umbau. Es wird kein komplett neues Fahrzeug, er wird nur umgebaut. Deswegen habe ich den geklont. Komplett. Weil die Entwickler von Kaki dachten sich, das können wir auch. Und da kommt nämlich auch diese Krankheit hier. Kommt raus. Die Krankheit, die sich Motor nennt. Wir fangen aber ganz vorne an. Wir schnappen uns den vorhandenen Motor. Ah, wir können uns jetzt hier mal die Motordaten noch angucken. Oh. Wir haben einen 895 Kubik Dreizylinder mit 47,6 PS. Ich lag etwas falsch im letzten Video. Ich dachte echt, er hat 60 PS. Nein, er hat nur 47. Und in der zweiten Staffel sind ja 200 PS das Minimum und 300 PS das Maximum. Und bevor wir jetzt anfangen, darf jetzt jeder, der so weit schon geguckt hat, sich Gedanken machen. Denn in der zweiten Staffel möchte ich wieder 10 Fahrzeuge. Allerdings möchte ich nicht, dass alle Fahrzeuge aus meiner Hand entstanden sind, weil das merkt man, weil ich halt alle Fahrzeuge doch irgendwie ähnlich baue. Ich habe halt einen Baustil. Deswegen dürft ihr euch bewerben. Die Regeln sind wie folgt. Fahrzeug 200 PS bis 300 PS. ABS ist Pflicht. Mehr Fahrassistenzsysteme sind nicht erlaubt. Nur ABS und ABS muss drin sein. Alles andere überlasse ich euch. Anhängerkupplung muss auch dran sein. Die brauchen wir wieder. Aber sonst überlasse ich es euch. Ihr wollt euch bewerben? Ich dachte so an vielleicht fünf Fahrzeuge von den 10, die nicht von mir sind. Wenn ihr euch bewerben wollt, schreibt mir entweder auf Discord eine Privatnachricht mit der entsprechenden Fahrzeugdatei. Mit, Achtung, allen Fahrzeugdaten, also Leistung, Motorisierung und eure Hintergedanken zu dem Fahrzeug, wie das Fahrzeug entstanden ist. Gebt dem Fahrzeug auch einen ordentlichen Namen. Fahrzeuge, die keinen ordentlichen Namen haben und keine Hintergrundgeschichte, nehme ich nicht. Weil das werden wir das machen wir schön sauber. Wenn ihr das jetzt gesehen habt, dürft ihr euch bewerben. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mich an. Hier in den Kommentaren, Discord, völlig egal. Discord-Link ist in der Videobeschreibung. Nochmal, für die, die noch nicht da sind. Wer weiß, ob dieses Video auch jemand anders sieht. Und wir machen uns jetzt an Kaki ran. Wir schnappen uns den vorhandenen... Was? Nein, cancel. Momentan verbauter Motor. Ja, ja, genau. Also, wir haben 47,6 PS und 64 Newtonmeter Drehmoment. Boy! So, wir haben ja auch die Variante, also die Motorenvariante geklont. Deswegen, wir hatten einen reinen Dreizylinder mit knapp 900 Kubik. Dann wäre es ja eigentlich nur sinnvoll, wenn man zwei dieser Motoren schnappt und nebeneinander stellt. Also ein Sechszylinder mit 1,791 Litern Hubraum. Ein 1,8 Liter. Dann hat er schon mal 76 PS. Immerhin. Aber das ist zu wenig. Da muss dieses Mal ein bisschen mehr rein. Nämlich mit einer oben liegenden Nockenwelle. Ein Aluminiumkopf. VVL kriegt er nicht. Ja, komm, wir geben doch genau 1,8. Er kriegt genau 1,8 Liter Hubraum. Ein 60 Grad Sechszylinder. In der Hoffnung, dass der so weit reinpasst. So. Das wird so nicht reichen. Ja, doch, wir probieren es. Weil, um aus dem Ding ordentlich Leistung rauszukriegen, ich würde echt gern beim Sauger bleiben.
So, jetzt klopft das Teil schon mal wie Hölle. Das ist es aber egal. Ich hätte gerne eine Verdichtung von 10 zu 1. Ich hätte gern ein ordentliches Nockenwellenprofil. Saugmotor. So, dann kommen wir nämlich zu einer Kraftstoffeinspritzung. Ihr kriegt eine Mehrpunkteinspritzung. Zwillingseinlass mit Leistung. Und dann kriegst du nämlich erstmal Sprit. Ein bisschen. Und ein bisschen weniger Zündwinkel. Noch ein bisschen weniger? Come on. Jetzt sind wir schon mal bei 115 PS. Gucken wir mal, ob wir aus dem Ding noch ein bisschen mehr Drehzahl rausholen. Also, 8.500 klingt doch schon mal gut. Okay, 117,8 PS haben wir so aktuell. Ah, stimmt, wir können ja auch noch besseren Sprit rein. Ja, mach rein den Sprit. Rein. Sehr schön. So, dann gucken wir mal, ob wir hier noch... Erstmal kriegst du den Doppelauspuff. Richtig, das bringt nämlich schon mal richtig viel. Ihr kriegt einen Absorptions-Endschalldämpfer. Oh. Reflexionsdämpfer. Boah, der schluckt ja richtig viel Leistung. Ja, einen durchgehenden Vorschalldämpfer. Ich will nicht, dass er so extrem laut ist. Jetzt sind wir bei 139 PS. War noch ein Langrohrfächer krümmern. Jetzt sind wir bei 140 PS. Das reicht ja immer noch nicht. Ne? Das reicht ja überhaupt nicht. Und der Auspuff ist auch noch zu klein. Oh, der hat nur 25 mm. Das geht natürlich nicht. 12? Nein. So, kriegt man 50 mm Auspuff. Dann sind wir nämlich schon mal bei 150 PS. Knapp. Das ist okay. Wir passen da aber Dinge noch nicht. Okay, das hier ändert nichts. Ich hätte eigentlich gern mehr Dampf in den höheren Drehzahlbereichen. Muss ich dem echt... Nee. Das bringt alles nichts. Ich will ihm eigentlich nicht noch mehr Hubraum geben. Auch nicht. Das, ja, das bringt ja nur qualitativ was. 139. Wieso hat er jetzt wieder weniger Leistung? Okay, so wird er einfach nur teuer. Ah, braucht nur einen Moment zum Rechnen. So, wir haben noch einen Haufen Verdichtung übrig. Nutzen wir doch das mal aus. Sonst kriegt er erstmal eine Mordsverdichtung. Von 12, 2 zu 1. Das klingt doch mal gut. So, dann packen wir hier nämlich noch ein bisschen mehr. Ach, scheiß drauf, Qualität. Jetzt sind wir schon bei 178 PS. Da geht noch was. Ich schaffe das als Sauger. Ich will aber nicht auf Rennsport. Will ich nicht. ...179, 179, 180 PS. Ne, hier holen wir nicht mehr. Ja, bleibt mal bei 8.500 Umdrehungen. Ja, ein bisschen Qualität kriegst du noch. Wir könnten nur... Okay, jetzt verlieren wir Leistung. Das ist nicht gut. Schon ein süßes kleines Gerät, ne? Das kann man ja jetzt farblich hier Dings lackieren. Ui. Man kann das ja jetzt alles lackieren. Ventilabdeckung. Ganz klassisch in Rot. So. Love Cover Trim. Ja, mach ruhig, da hat sich jetzt nichts geändert. Schrauben.
Chrom. Oder Leder, Lederschrauben. Intake. Aluminium? Nee, ich krieg eine Aluminiumansaugung. Das sieht jetzt schon, das sieht schon sehr bösartig aus. Auf einem Kaki. Das sieht echt bösartig aus. Valve Cover Design, okay, das ist alles neu. Wir haben aber erst 180 PS. Ich habe die blöde Vermutung, wir müssen mehr machen als gewünscht. 183 PS. Ah, jetzt kommen wir. Okay, das ist, jetzt ist halt das Nockenwellenprofil vollkommen daneben. Also wirklich vollkommen daneben. Aber so könnte ich vielleicht auch noch ein bisschen Drehzahl rausholen. Ja. Ich muss klar Kolben upgraden. Aber 10.000 Umdrehungen sind so drin. Und über 200 PS. Wollen wir das oder wollen wir das? Vielleicht auch noch ein bisschen mehr. 211 PS. Komm, Einzeldrosseln. 219 PS. Da geht noch ein bisschen was. 221 PS. So, jetzt gehen wir erstmal auf Schmiedeteile. Ja, dann ist das nämlich wieder besser. Bevor wir ihn jetzt töten. Und er kriegt zwei oben liegende Nockenwellen. Mit 5 Ventil. Ja, er hat jetzt absolut Wheelspin-Probleme. Das ist aber nicht schlimm. Wir haben 240 PS im Kaki. Das ist okay. 240 Sauger-PS. Okay, das ist sogar richtig sexy. Das kann man jetzt auch noch... Oh, wie krass. Er kriegt sowas Klassisches, ne? Ja. Dann gucken wir mal, wie er klingt. Alter. Ich will einen Versuch will ich noch machen. Weil ich hätte gern. Da passt er nicht rein. Der passt nicht in das Fahrzeug. Ach, Minu. Ich hatte gehofft. Ja klar, ein 8-Zylinder passt locker rein. Aber 90 Grad. Passt aktuell nicht rein. Was wir gucken könnten. Ich will wissen, wie der klingt. Okay, die klingen beide genau gleich. Bei den 8-Zylindern ist es nämlich anders. Dann bleiben wir bei einem 60 Grad V6. Okay. Ja, ich mag das. Also, Kaki hat jetzt einen. Na, sehen wir ihn? Ja, hier hängt der dicke V630-Ventiler. Er passt sogar in den Motorraum. Hey, immerhin. Das ist, das ist ziemlich krass. So, Karosserie. Weil er jetzt ein RS GTI ist, braucht er natürlich einen Whitebody. Das heißt, der wird erstmal breit gezogen. Der Rest der Form bleibt. Es wird nichts verändert. Die Farbe allerdings werden wir ein bisschen bearbeiten. Der kriegt mehr Glanz und ein bisschen Glimmer. Ja, ein bisschen. Obwohl, nein, Glimmer kriegt er keinen. Er kriegt nur mehr Glanz. Kriegt nur mehr Glanz. Sowas fangen wir gar nicht an. Als erstes gucken wir jetzt kurz den Antriebsstrang durch. So, für Frontantrieb hat er jetzt natürlich viel zu viel Leistung. Er kriegt Allrad, weil er soll ja auch was können.
Dann bekommt er ein sequenzielles Sechsganggetriebe. Höchstgeschwindigkeit geschätzt 255. Wow, das klingt sauber. Wir haben noch ein bisschen Wheelspin, das soll mir jetzt aber egal sein. Und er kriegt ein automatisches Sperrdifferenzial. Einfach weil. Das lassen wir qualitativ auch so. Reifen bekommt er zumindest mittlere. Er kriegt zumindest mittlere Reifen. Oder? Ja, doch. Mittlere Reifen kriegt er. Dann müssen wir jetzt uns aber über Reifenbreiten. Empfohlene Breite 215. Okay, 215, mehr geht nicht. Empfohlene Breite 196 hinten. Nein. Hinten kommen so Breite drauf wie vorne. So, und jetzt gucken wir mal. Was? Wieso kann ich den nicht... Oder geht das mit der aktuellen... das kann natürlich auch... mit den aktuellen Achsen gar nicht gehen. Anbauten? Wo kann ich denn die Achsen einstellen? Bremsen? Räder? Why? Das ist nicht cool. Genau, Fahrwerk. Ich will das komplette Fahrwerk ändern, aber geht nicht. Komplett durch. Ich kann die Achsen nicht mehr ändern. Das heißt, das geht gar nicht. Ach nein. Das ist jetzt blöd, weil ich kann ihn halt... Oh, jetzt kann ich... Hä, wieso kann ich es jetzt auf einmal? Kann ich jetzt auch ein... Ja, jetzt kann ich auch die Einpresstiefe verändern. 215 Reifen müssen reichen. Jetzt lassen wir die mal noch kurz da drin. Weil ich weiß es, ich habe es noch nicht ganz kapiert, warum das jetzt geht. 3 Kolben reicht. Aber 245er Scheiben, hinten 2 Kolben mit 210er Scheiben. Gehen wir mal runter, rein die Technik durch. Und natürlich kriegt er Abtrieb. Bam. Weil das brauche ich unbedingt. Brauche auch nur noch 4 Sitze. Bekommt einen Sportinnenraum und eine Premium-CD. Weil ist ein cooler Kaki. Und er bekommt sogar ABS. Weil ABS ist Pflicht. Wie wir wissen. Sicherheit lassen wir so, wie sie ist. Weil Sicherheit braucht niemand. Er kriegt... was Sportlicheres. Ich denke, progressive reichen. Obwohl die schlechter sind als die Standard. The fuck? Warum? Ja, progressive. Dann kriegt er aber mal definitiv adaptive Dämpfer und semi-aktive Querstabis mit einem Sport-Preset. Tiefer geht er nicht. Man kann ihn höher legen, aber nicht tiefer. Das heißt... Der bleibt so. Dämpfer sind hart. Ja, das ist okay. Die sollen ruhig hart sein. Alles prächtig. So, Anbauten. Jetzt kommen wir zum Design. Erstmal Krieger. So, hier sind wir in BeamNG Drive und wir gucken uns nochmal das Original an. Den Kaki. Mit seinen großartigen 47 PS. Und wir werden mit ihm jetzt auch nochmal eine Runde fahren. Einfach weil Direktvergleich. Sound, Geschwindigkeit. Und das Fahrverhalten. Und er bleibt in der Kurve fast stehen, weil halt. Wow, wenn man ihn quer wirft, hält er fast an. Ein bisschen durch den Matsch durch. Schön.
Es dauert alles einfach ewig in diesem Auto. Alles. Deswegen. Haben wir ja ein großartiges neues Fahrzeug. Nämlich den hier. Den Kaki RS GTI. Er ist in Beam tatsächlich relativ gut rausgekommen und er sieht gar nicht mal so scheiße aus. Und vor allem klingt er nicht scheiße. Ja, das Fahrwerk arbeitet immer noch. Und er hat jetzt Notbremsassistenten. Keine Ahnung, ich kann das auch nicht abschalten, ne? Dieses ESC, er hat keinen. Ich hab's ausprobiert. Er hat keine Traktionskontrolle, gar nichts. Das ist das ABS. Aber ja, jetzt stellen wir ihn doch mal spaßhalber direkt neben das Original. Die Farbe kommt tatsächlich etwas glänzender raus. Er ist spürbar breiter. Er ist nicht tiefer. Weil, geht nicht. Aber er ist spürbar sportlicher. Dann fahren wir den doch einfach mal. Das muss man einfach mal zugeben. Wenn man ihn nicht gerade hängen lässt, ist es echt gar nicht mehr so ein schlechtes Auto. Er hat jetzt auch nicht so viel Leistung. Wir können jetzt mal ein bisschen zackiger fahren. Das ist halt. Es ist halt ein riesen Unterschied zum Original. Es sind halt doch auch 200 PS mehr. Oh fuck. Oh. Impact Detected Stopping Car. Ja. Das ist vermutlich die Sicherheit, die jetzt mit drin ist. Und die Karosseriequalität ist übrigens immer noch minus 15. Also. Ja. So nicht. Er hat seine grundsätzliche Fahrbarkeit hat sich halt doch stark verändert. So, jetzt bin ich an der Absperrung vorbei. Jetzt dürfte ich eine relativ lange Gerade haben. Ich will nicht eigentlich nur mal wissen, wie schnell er wirklich läuft. Und? Komm. 180. 190. zweihundert.
Hier hört die Straße auf. Okay, die Map geht noch weiter. Also ja, die offizielle Map hat schon lang aufgehört. Aber wir merken eins. Trotz 240 PS ist er jetzt nicht so schnell, wie man erwarten sollte. Und er hält halt genau nichts aus. So. Und was wir nämlich in der zweiten Staffel wieder tun, ist natürlich wieder ein kleines Zeitrennen, um die Startreihenfolge festzulegen. Sag mal, mit Reden habe ich es nicht mehr, ne? Allerdings machen wir das diesmal auf der West Coast Map, auf dem Alternative Race Circuit. Und wir nehmen keine zwei Runden, wir nehmen nur eine, weil die ist nicht allzu lang. Das ist eine Minute irgendwas. Das reicht, um grundsätzlich herauszufinden, wie gut ein Fahrzeug ist. Wir könnten eigentlich auch zwei Runden nehmen. Dann steht halt die Zeit hier drin. Oder? Zwei Runden mit rollendem Start. Ja, das machen wir. Zwei Runden mit rollendem Start. Das klingt gut. Und dann nehmen wir nämlich den Kaki RS GTI. Und schauen mal, wie er sich auf einer gezeiteten Runde schlägt. Kaki steht auf der Rennstrecke. Und da vorne haben wir die Start- und Ziellinie. Da fahren wir straight drauf zu. Hier habe ich jetzt ein bisschen reinlaufen müssen. Weil die hätte er sonst jetzt nicht geschafft. Aber das ist nicht schlimm. Wir haben noch eine zweite Runde. Schlägt sich aber bisher ganz gut. Also er fährt sich echt jetzt nicht so übel. Bessere Reifen hätten ihm gut getan. Aber Pech. Und jetzt Richtung C-Kurve. Und durchs Ziel. Schön noch zerschrotet mit einer 2 Minuten 28, 1, 5. Ja. Ich würde mal sagen, das ist eine sehr gute Benchmark-Zeit.
für die nächsten Fahrzeuge in den nächsten Videos. Und bis dahin, wie gesagt, bewerbt euch, wenn ihr Lust habt. Wenn nicht, dann nicht. Und bis dahin, bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.